Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Girl in Skies Hardcore Quest. Ja, ich entschuldige mich gleich mal für die paar Tage Auszeit, die ich hier leider nehmen musste. Ich bin krank und aktuell auch nicht ganz so auf der Höhe meiner Macht und ja, ich muss mich dafür entschuldigen. Es ist doch immer das ewige Leid eines Let's Players, dass man immer dann krank wird, wenn die Parts ausgehen. Gut, aber gut, mit dieser Verzeihung, jetzt haben wir schon wieder, mit dieser Erklärung, warum es hier eine kleine Auszeit gab und mit einem Sludge-Spoiler in der Hand, erkläre ich euch hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe ja am Ende des letzten Parts euch gedroht, nicht hier aufzuräumen und das gewiefte Schielauge wird auch schon erstarrt haben, dass hier sich doch was geändert hat und zwar entgegen meiner Aussage habe ich doch aufgeräumt, weil ich habe mir gedacht, gut, ich bin krank, dann kann ich auch was Sinnvolles machen und habe hier aufgeräumt. Und zwar, hier kommt immer nur Werkzeuggraffel, nein, und so ein paar anderen Kleinkrusch, so Bücher und so ein Kram. Hier kommen tatsächlich Usable Things, also so Dinge, die man die ganze Zeit braucht, von Kabel bis hin zu halt eben hier Tanken, mobile Tanks und so weiter, Portable Tanks hier. Hier kommen Rohmaterialien, nein, die zum direkten Bau von Gegenständen benötigt werden. Wobei das hier eigentlich ein Treibstoff ist, aber egal. Ich habe halt einfach das hier so ohrtechnisch gesammelt und so weiter. Hier kommt alles neu, was irgendwie mit Mobs und oder Farming zu tun hat. Und hier kommt der ganze Bauschutt rein. Also das, was man so zum Bauen verwendet. Und während ich aufräumte, ist es auch passiert. Eine Enderlilie ist auf 14% gewachsen. Es geht wirklich, wirklich scheiß langsam voran. Darum muss man auch sehr früh mit diesen kleinen Pflänzchen hier anfangen. Und sobald die erste hier auch irgendwie eine Enderperle abgeworfen hat, werde ich auch gleich den richtigen Boden dafür erzeugen lassen. Allerdings das erst später. Weil ich habe hier während des Aufkommens auch den Ding hier laufen lassen und haben 27 Sand produziert. Wie freundlich. Ach genau, was ich auch noch gemacht habe, weil ich musste ja die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Ich habe den ganzen Kernkram erledigt. Ich habe jetzt hier alles, was so nicht irgendwie in Erze verwandelbar ist, weil es halt einfach nicht in Einzelteilen einschmelzbar war. Habe ich zusammengesammelt, oben zur Schmeltery getan, aber noch nicht eingeschmolzen, weil ich wollte das eher so on demand machen. Und habe das dann halt einfach zu Dust verarbeitet, so dass ich auch immer den Maximum an Ressourcen herausbekomme. So, aber wir wollen jetzt hier erst einmal etwas Soul Sand machen. Das würde jetzt wieder eine kleine Ecke dauern, aber wir haben es zur Verfügung. Ich erwähnte auch ich erwähnte auch, dass ich da hinaus wollte, so rum. Und zwar werde ich den Sludge-Boiler effektiv auch in... ich sehe schon, dass ich da was machen muss. Den Sludge-Boiler installieren. Und das werde ich jetzt auch mal gelinde tun und werde dazu auch die Plattform etwas erweitern, denn ich dachte mir, hey... Gut, da kannst du mal weitermachen und damit du noch irgendwie an die Baumfarm ran kannst ohne Endermans, Sabah und so weiter. Diesen hochintellekten Dialog wollten wir jetzt hier aber nicht so weiterführen. Wobei er die Gesamtsituation gut beschreibt. Wehe, einer von euch Partysprenger kommt hier auf falsche Gedanken. Moment. Nicht so aus, als wäre der Enderman tatsächlich hier. Aber gut, wir haben keinen Partysprenger mehr. Das ist gut, dann heißt, ich kann direkt hinein. Nimm das, Skelett! Nimm das, du Spinne! Du spinnst doch wohl! Oh, hier ist noch eine. Und auch noch ein Skelett hier. Nimm das! Und du in das Face, Enderman! Der Zwiebel gut. Und wir sind tot. Aber ich sehe auch gerade, dass das gar nicht so schlimm ist, denn dieser Gudimo hat eine Enderperle flacken lassen. So, jetzt sind wir tatsächlich in diesem Let's Play einmal gestorben. Macht das wenigstens auch mal Sinn. So, und ich räche mich selbst auch gleich. Hier, nimm das. Und eine zweite hinterher. Wie geil ist das denn? Wunderschön. Zwei Enderperlen für einen Tod. Und damit Korraktors Head. Gut, da fehlt das XV. Das ist leider so. Das ist so. Mei. Und yes. Jetzt muss ich wieder aufräumen. Nein. Ich mag nicht aufräumen.
So, dann muss ich erst nur mit M drücken. Wo war das? Waypoints, Last Death, Delete That One and weg ist es. Man kann hier nämlich Waypoints setzen, falls wir irgendwann einmal irgendwie in die Situation kommen würden, dass wir hier so weit ausgebaut haben, dass Waypoints tatsächlich nötig wären. Ganz nett, die Geschichte, aber nach meiner Meinung nicht wirklich sinnvoll. So, ich habe eine Tradition, und zwar, dass ich meinen eigenen Kopf über meinen Schlafplatz hänge. Das ist Tradition bei mir. Ich weiß, ein wenig skurril, aber das ist halt nun mal so. Hier. Mein Kopf. Klingt komisch, ist aber so. So, das war jetzt ein zwar etwas schmerzhaft, aber dennoch ergiebiger Ausgang. Und ja. Meine Stimme verlässt mich gerade eine Handbreit. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, es nicht ganz zu übertreiben mit der Freude über dieses wohlkommende Ereignis. So, die Enderperle betrachte ich jetzt auch mal als Baumaterial und tue sie hier hinein. Das Ingot ebenfalls, wo kam das Ingot her? Egal. Der Rest ist nach meiner Meinung Mob-Geschichte. Das ist der öde Mob, der das spawnt. So, dann der Sand wird zum Produzieren von Soul Sand benötigt und das brauche ich um die Plattform zu erweitern. Sehr schön. So, Sule Sand. Wollen wir noch gleich mal machen, wenn wir schon unterwegs sind. Den Pilz nehmen wir auch gleich mit. Könnte, wenn wir Glück haben, noch ein Swatten spawnen, was wiederum Nahrung bedeutet. Nahrung ist immer gut. Hier haben wir unseren zweiten mit, nein. So, und da ist schon der nächste. Herrschaftszeiten, die Pilze. Und da schießt so ein Pilz aus dem Boden. Das erwartet man doch da, ne. Und dann hat er mir so richtig eins ins Auge geschossen und so weiter. Und, okay. Das könnte man fast schon als, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Schwammersuppen beieinander. Wobei, ich sehe gerade von der Nahrung her, könnten wir die eigentlich auch gleich mal ausprobieren wollen. Ich habe die auch schon, ich mache die so selten. Das ist so ein seltenes Rezept. Ja, glaube ich, so ging das. Bowl und dann die zwei Schwammel drüber. Yo, so ging das. Ich erinnere mich. I remember that. So. Dann genieße ich jetzt auch mal in vollen Zügen diese Schwammelsuppen. Schön. Ist ein bisschen mager. Aber funzt. Ein wenig mager, aber funzt. Ah, ist der Schwammel nicht mehr da? Gut. Passt. Gut, dann wollen wir auch mal die Plattform erweitern, und zwar in die Richtung. Aus dem einfachen Grund, wenn ich in die Richtung mache, da gehe ich immer so nah dran vorbei und ich möchte nicht sterben, mein Freund. Das wäre mir etwas unangenehm. Etwas zu riskant obendrein. F7 für die Spawning-Geschichten muss ich noch immer kontrollieren. Immer schön im Auge behalten, mein Freund. Die Monster sollen nicht überall auf der Plattform über uns herfallen, im Schlafe uns die Augen auskratzen und dergleichen. Alles wunderbare Zeitgenossen, wenn man sie näher kennt, allerdings, sobald man ihnen den Rücken zudreht und die Augen zumacht, sind wir alle tot. Ja, klingt nach einem NPD-Parteitag. Wunderschön. Okay, von der Politik bis hierhin mal zu meinem Trockenfleisch, was ich mir jetzt mal gemütlich zwischen die Zähne schiebe. Und den Slutspoiler. Ich glaube, ich mache aus Sicherheitsgründen, tue ich den schon hierhin platzieren. Ein paar Item Ducts werden wir ebenfalls brauchen und auch einen Leather. Okay, what was the next one? The next one was that and this ebenfalls. Dann pflanze ich hier jetzt mal Herrschaftszeiten. So. Machen wir hier noch ein paar hin. Ach, das wird nicht reichen. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Okay. Dann machen wir es hier auch gleich weiter. Ich finde diese Kante etwas gefährlich. Ich hätte es doch lieber drei breit machen sollen. Nein. Ich habe es versäumt zu tun. Meiner Bequemlichkeit werde ich schon bald zum Opfer fallen. Ich sehe es kommen. Jo. Aber die Bequemlichkeit ausleuchten zu wollen, werde ich immer nachgehen. Ich mag's dunkel nicht. Gerade nicht in Minecraft. Vor allem, stell dir vor, es ist finster. Absolut
dunkelste Nacht. Du arbeitest in den Tiefen der Stollen. Du hörst das Hacken der Spitzhacke auf dem Stein. Deine Schritte leise auf dem Boden. Ab und zu ganz weit weg entfernt ein Skelett. Klirr. Oder eine Spinne. Und dann kommt das Gefährlichste. Es ist wirklich finster. Du stehst vor einem Haufen Diamanten. Freust dich gerade wie ein Milchschnitzel im Wind. Und dann rutscht dir das Herz schlagartig in die Hose und kurz darauf auch gleich unter die Decke. Ja, den Sludge-Spoiler, den ich hier eigentlich mitnehmen wollte, habe ich jetzt natürlich vergessen. Natürlich. Okay. Sludge-Spoiler hier. Okay, was ich jetzt auch noch neu machen könnte, wäre noch etwas Soul Sand. Wobei, wofür mache ich jetzt eigentlich gerade den Soul Sand? Den Soul Sand mache ich fürs Quarz. Und das Quarz mache ich eigentlich für das ME-System. Und das ME-System wäre zwar gut, wenn wir das schon haben, ist das aber wirklich so nötig, dass wir es jetzt schon benötigen? Gute Frage. Etwas, was tatsächlich noch einer Erklärung bedarf. 1, 2, ja gut, hier ist die Mitte, es ist scheißegal, ob es in Ordnung ist oder nicht. In Order ist oder nicht. Das wird schon irgendwie hingehen. So, und der Sludge-Spoiler braucht sowohl Energie als nach meiner Meinung auch einen Hebel. Pflanzen wir hier mal drauf. Umschalt, Rechtsklick wohlgemerkt. Apropos, ihr dürft immer fragen, wie ihr etwas machen könnt. Ich sitze hier nicht da, um hier alleine vor mich hinzubauen, um ins Nichts zu quasseln. Ihr seid Part des Let's Plays. Das möchte ich nur nochmal erwähnt haben. Seid euch nicht so schüchtern zu fragen. Ich muss alles beantworten. Das ist der Zweck der ganzen Story, dass ich nicht hier sitze alleine und für niemanden was mache. Ja, diese Umschalttaste hätte ich jetzt nicht gedrückt haben sollen. Wäre uncool. So. Sludge sehe ich auch schon hier drin fließen, aber ich habe zu wenig Rohre dabei. Oh, und hier haben wir Karotten. Sehr schön. Karotten. Wir haben schon wieder eine ankh-morg-porkische Wache. Ja, ich weiß, meine Stimme ist noch nicht ganz das Beste. Und hier ist die andere in der Linie auf 14%. 40 wäre schön, aber leider nicht der Fall. Leider. Ich mach mal gleich ein paar mehr. Von denen. Weil wir's haben, weil es nicht weh tut. Und weil wir's brauchen. So. Dann wird der Baum jetzt mal aufglutscht. Und weg ist er. Flutsch und weg, wie man so schön sagt. Das hier ist jetzt auch nur ein Provisorium, nach meiner Meinung, weil das werde ich ja auch irgendwann auf den Baum versetzen. Und zu Dark Spirit. Ja, ich werde den Baum noch etwas weiter ausdefinieren. Ich lasse den nur jetzt halb so quaderförmig, aus dem einfachen Grund, weil ich den noch weitermachen möchte. Ich möchte den fast jetzt nochmal um die Fläche verdoppeln, damit hier richtig schön Platz ist. Und das Effektivste ist halt einfach das Viereck. Um das geklärt zu haben. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir da hinten Strom benötigen. Ein Item Duct habe ich dabei. Und eine Kiste, die wäre mir jetzt noch lieb, wenn ich die mir noch schnell krallen könnte. Die andere Kiste, wohlgemerkt für den Adlerauge, der es erschielt hat. Waren vorher zwei Kisten drin. Die andere Kiste ist oben bei der Smeltery und da liegt das Zeug drin, was ich vorhin erwähnte. So. Geht das hier hinaus? Das machen wir anders da. So. Das ist immer so ein hundsgefährlicher Balanceakt. Der gefährlich ist. Gefährliche Dinge sind gefährlich. Okay. Soweit, so gut. Jetzt braucht er nur noch Strom. Strom würde jetzt das größte Problem, was wir so auf Anhieb haben. Muss ich ehrlich sagen. Da schmeiße ich im Automus Activator auch schon mal gleich das Zeug rein. So, um das Quarz zu bekommen. Während hier der Dust und der Sand mir auch zuvorkommen werden. So.
Das war ja auch noch mit Nein. Dann. Das könnte eigentlich mit hinterher. Der Sand, den nehme ich da nicht mit Nein. Weil der Sand hat momentan keinen Profit mehr für uns, da wir diesen uralten Sporen, also diese uralten Sporen haben, die sehr heißen. Danke, Tunglo, in dem Fall. Daher würde ich sagen, wir verarbeiten den Sand gleich zu Dust. Und würden den dann weiter wiederum sieben, welches mir natürlich die Möglichkeit beschert, daraus Redstone zu gewinnen, da wir... Den Sand bräuchten wir eigentlich auch für den Bloodtree, genau. Hoffe mal, dass der bei der Fuhre dabei ist, den wir gerade reingeschoben haben. Dann lasse ich hier aber noch etwas Sand über rein, der vorsichtshalber. Ist da schon was mit dabei? Habe ich das Glück gehabt, wie zum Beispiel bei den Sporen? Nee, hatte ich nicht. Schade. Gut, das, wenn, dann schiebe ich mal da ein bisschen nach. Und dabei entsinne ich mal, was jetzt hier noch so nötig ist und was unsere nächsten Schritte sein könnten. Geht der überhaupt mal voran? Glaube ja, weiß ich nicht. Na gut, hier, das Quarz geht voran. Okay, dann ist es schon mal gut. Sand, wo kommt denn der her? Okay, wir haben Sand bekommen. Wir haben Sand gefunden. Ja, das darf ich nicht so oft machen. Okay, hier. Usable as food or as seeds. Kann man dich zu Saft verarbeiten? Tatsächlich. Kaktusfrucht. Nehmen wir mit. Juice it all. Wie Spirit es so fein auszudrücken vermag. Apropos. Partende. Ich... Sie beziehe den Sand noch schnell fertig. Warum ist das Sand? Ach, Zifix, das ist die richtige falsche Maustaste. Ich sieb jetzt hier das Soul Sand noch fertig und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich hier noch etwas euch zu erzählen habe. Hoffentlich hat's euch gefallen, ja. Gut, 17 Minuten ist heute etwas kurz geworden. Ich muss meine Stimme etwas schonen. Tut mir leid. Sorry about that. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertig, Gott.